Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mich entschieden, ein kleines Boxing für euch zu machen. Und zwar von dem Lightning to Headphone Jack Adapter von Apple. Und damit euch nicht langweilig ist, werde ich das Ganze ein bisschen mit jazziger Musik untermalen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Ja, der Lightning-to-Headphone-Jack-Adapter ist wichtig, um alte Kopfhörer mit einer 3,5 mm Klinke an die neuen iPhones anzuschließen, weil die nämlich keine 3,5 mm Buchse mehr haben. Und deshalb verkauft Apple jetzt diesen Adapter für 10 Euro, damit du eben deine alten Kopfhörer dran schließen kannst. Ich habe ein gebrauchtes iPhone 7 von einem Freund bekommen und ich war sehr überrascht, dass ich das Mikrofon, mit dem ich meine Videos mache, nicht mehr an das iPhone anschließen konnte. Und so musste ich mir so einen Adapter kaufen. Und das Doofe an diesem Adapter ist, dass er so klein ist und ganz leicht verloren geht. Und ja, das ist mir neulich passiert und so musste ich mir jetzt einen neuen Adapter holen. Und scheinbar passiert das nicht nur mir, sondern vielen Apple-Kunden, weil in zwei Elektrofachmärkten waren diese Adapter ausverkauft und dann bin ich zum dritten gefahren und hatte das Glück, den letzten Adapter zu ergattern. So viel zur Vorgeschichte und jetzt schauen wir uns doch einfach mal ein bisschen so die Verpackung an. Also wir sehen, das ist eine quadratische Verpackung, sehr puristisch gehalten, im typischen Apple-Design, weiß und schwarz und hier der angebissene Apfel. Und ja, auch keine großen Werbesprüche so von wegen so, wow, der tolle Lightning-to-Headphone-Jack-Adapter, hast du nicht gesehen? Nein, da steht einfach nur Lightning-to-Headphone-Jack-Adapter. Also die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, das jetzt für den deutschen Markt zu übersetzen, sondern es bleibt Englisch. Sie gehen davon aus, hier in Deutschland versteht man die Sprache von Apple und von daher wird das schon passen. Und ja, eine schöne Abbildung von dem Lightning-to-Headphone-Jack-Adapter, schön freigestellt, gibt es erstmal eigentlich nichts zu mäkeln. Ja? Schauen wir uns mal hier so seitlich ein bisschen so die Sachen an. Hier steht irgendwas, mit was es kompatibel ist, also mit welchem Betriebssystem. Hinten steht nochmal eben, ja, da hier, da haben wir es dann doch auf Deutsch. Da sehen wir es, steht auch, ah, warte, machen wir es mal hier so genau, scharf. Hier der dritte Satz: Lightning auf 3,5 mm Kopfhörerstecker-Adapter. Huh, sehr kompliziert. Also, ich kann verstehen, dass man das nicht vorne auf den Titel schreibt. So, hier sehen wir ein bisschen, ist die Verpackung eingedrückt, was natürlich zu bemängeln wäre, wenn ich das jetzt so im Apple Shop gekauft hätte, aber ich habe das, glaube ich, in einem anderen Fachgeschäft gekauft und das war einfach das letzte Teil und wahrscheinlich war es irgendwann mal das erste. Und das ist ja so bei diesen Teilen, man nimmt ja immer so die erste Verpackung raus und schaut sich dann an mit seinen siffigen Händen und dann, wenn man das Teil dann haben will, das Produkt, dann legt man halt so die erste Verpackung zurück oder schiebt sie nach hinten und nimmt eine von den hinteren Verpackungen. Also so mache ich es auf jeden Fall. In dem Fall konnte ich das so nicht machen, weil eben das einfach die letzte Verpackung war und ich das unbedingt gebraucht habe, um weiter meine Videos in der Audioqualität zu drehen, die ihr gewohnt seid. Also die ihr auch verdient als meine treuen Fans. Ja, so viel zur Verpackung und viel mehr gibt es eigentlich dazu jetzt auch nicht zu sagen. Dann mache ich mal hier so dieses Sicherheitssiegel auf. Man sieht, hier ist so ein kleines Siegel und mit diesem Siegel, da sieht man, aha, okay, da hat sich niemand an der Verpackung zu schaffen gemacht, sondern ich bin der Erste, der das darf. Und das mache ich jetzt auch mal. Und reiße das einfach hier so ein bisschen ab. Geht eigentlich sehr smooth, also ist zwar geklebt, aber nicht zu stark geklebt. Und ja, jetzt tue ich die Lasche hier so ein bisschen zur Seite und mache das Teil hier auf. Ah, ist doch ein bisschen verklebt. Muss ich reißen. Das hat Apple jetzt nicht so gekonnt gelöst. Geht ja die ganze Verpackung
Kunden, Arsch. Ah, jetzt. Hier geht's auf. Hier geht's auf und gucke ich mal rein. Und was haben wir hier? Also hier ist nur die Garantie. Das Garantiehandbüchlein. Und dann, was haben wir hier? Ah, hier Beschwerdemanagement, Compliance. Und dann packe ich das endlich diesen Adapter raus. Diesen. Oh. Scheiße. Wo ist der verfickte Adapter? Ist er schon wieder verloren gegangen oder was? Scheiß Apple, Mann. Ihr scheiß Penner. Und warum schikanieren sie einen so? Ist das ein schlechter Scherz oder was? So, haha, kauft ihr einfach einen neuen, wenn er wieder im Sortiment der Fachgeschäfte ist. Weil jetzt ist ja das dritte Elektrofachgeschäft hat ja jetzt auch keinen mehr.